Yo, servus Leute und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Squad Building Challenge Video aus FIFA 18. Heute mit der nächsten fortgeschrittenen SBC. Die Hybrid-Nationen stehen an. Hybrid-Ligen habe ich in einem anderen Video schon gezeigt. Da werden auch heute nochmal die Packs dazu kommen, weil ich die andere SBC bzw. die ich euch im Video davor gezeigt habe, auf meinem zweiten Account gemacht habe. Diesmal habe ich sie auch noch hier gemacht mit den gleichen Spielern und werde euch dann heute hier nochmal die Packs dazu zeigen. Und heute wollen wir uns auf die Hybrid-Nationen konzentrieren. Auch dort gibt es ein seltenes Megaset, also auch ein 55k-Set, was richtig geil ist. Und ich zeige euch natürlich wie immer eine der günstigsten Varianten. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, die günstigsten Spieler hier rauszusuchen. Und ich denke mal, wir haben ganz gute, günstige Spieler bekommen und günstige Teams zusammengestellt. Und dann legen wir einfach mal los, würde ich sagen. Vier Beine haben wir haben 6er, Achtungserfolg und Nationenziel. Da gehen wir einfach jetzt mal schnell durch und ich zeige euch die Teams. Ihr könnt sie dann einfach nachbauen und die funktionieren auch alle so ohne Loyalitätsbonus. Hier seht ihr eine Mannschaft, die braucht genau 4 Nationalitäten, maximal 3 Spieler aus derselben Nation, mindestens 75 Gesamtwertung, mindestens 4 seltene Spieler und 80 Teamchemie. Dort habe ich einfach mal 3 Spanier aus der spanischen Liga, Non-Rare, gekauft, beziehungsweise die hatte ich glaube ich alle 3 schon, kosten aber alle 3 4500 Coins. Im Tor haben wir Cillessen, der ist ein bisschen teurer, glaube ich 1000 Coins, aber ist auch noch im Rahmen für einen seltenen Torwart, der auch unser Rating ein bisschen nach oben pusht. Dann haben wir auf den anderen Positionen, weil die spanische Nation dürfen wir jetzt nicht mehr verwenden, müssen wir in die nächste Nation gehen. Und da habe ich erstmal Argentinien genommen. Dort geht es weiter mit Pablo Perez aus der argentinischen Liga von Boca Juniors. Dem Fernandes, Ignacio Fernandes, der der günstigste ZM ist, den es in der argentinischen Liga gibt. Der kostet 400 Coins. Und dem rechten Mittelfeldspieler, ebenfalls aus Argentinien, aber allerdings aus der spanischen Liga. Der kostet, glaube ich, auch so 500 Coins. Jawohl. Und ist auf jeden Fall auch sehr, sehr günstig. Dann haben wir vorne 3 Italiener, auch einen aus der spanischen Liga, um hier auch nochmal einen kleinen Link zu haben, nämlich den Sansone. Der kostet ungefähr 800 Coins. Dann haben wir den Ciciretti für 850 Coins und im Sturm den Lapadula für 850 Coins. Den gibt es aber, glaube ich, auch für 800 oder 700 Coins zu kaufen. Da habe ich einfach ein bisschen zu teuer gekauft. War ein bisschen ungeduldig und habe einfach den Erstbesten gekauft. Und ja, im linken Mittelfeld braucht ihr dann auf jeden Fall noch einen Holländer, weil wir natürlich Cillessen im Tor haben, den Holländer, und wir brauchen genau 4 Nationalitäten. Das heißt, ihr müsst hier auf jeden Fall einen Holländer kaufen. Da habe ich jetzt einen linken Flügel genommen für 200 Coins. War also sehr, sehr günstig. Linker Mittelfeldspieler aus Holland gibt es, glaube ich, nicht so viele, also nehmt auf jeden Fall lieber linken Flügel. Und wir haben 90 Chemie, brauchen eigentlich nur 80, also optimal. Schicken wir weg und gibt ein Premium-Goldspieler-Set dafür, was ein richtig gutes Set ist eigentlich für den Anfang gerade. Und dann geht es direkt mal weiter zur nächsten SBC, die 6er SBC. Was brauchen wir hier? Wir brauchen genau 6 Nationalitäten, dürfen maximal 2 aus derselben Nationalität verwenden, brauchen mindestens 70 Teambewertungen und mindestens 85 Chemie. Und ihr seht schon, wir haben 89 Chemie. Ich habe eine Mannschaft komplett aus der zweiten englischen Liga zusammengebaut, ist eigentlich auch nicht allzu teuer. Wir gehen einfach mal die einzelnen Spieler durch. Im Tor haben wir Westwood aus Irland, dann haben wir rechts in der Verteidigung Donald Love aus Schottland, 200 Coins hat er mich gekostet, Cooper für 400 Coins, Boli habe ich als Erstbesitzer gehabt, der war in meiner Startermannschaft, aber der ist auch sehr, sehr günstig zu haben. Dann haben wir Suarez, der kostet glaube ich 1000 Coins, ist also etwas teurer, weil natürlich die portugiesische Liga für diese SBC gut zu gebrauchen ist. Die portugiesische Nation natürlich, nicht die portugiesische Liga. Dann geht's weiter. Rechts außen im rechten Mittelfeld haben wir auch einen Rechtsverteidiger aus Wales, 400 Coins. Dann im ZDM Ruben Neves, 450. Derevite ist ein Innenverteidiger aus Frankreich für 350 Coins. Linkes Mittelfeld haben wir O'Doda für 600 Coins und im Sturm haben wir 2 Engländer, Keane für 300 und Sordell für 300. Und dann haben wir unsere 6 Nationalitäten, nämlich England, Portugal, Frankreich, Irland, Schottland und einen Spieler aus Wales. Also
Mit der Liga funktioniert das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich denke auch sehr, sehr günstig. Wie gesagt, der teuerste Spieler ist jetzt hier der Linksverteidiger für 1000 Coins. Aber das sollte jetzt auch nicht so schlimm sein. Wir bekommen ein 7500er Set. Ist auch ganz okay. Denke ich mal, bin mal gespannt, was wir dann in diesen Sets bekommen und ob wir da ein bisschen Gewinn damit machen können. Wobei bei diesen fortgeschrittenen SBCs man eigentlich immer von einem kleinen Gewinn ausgehen kann. So, die nächste ist ein Achtungserfolg. Dort brauchen wir genau 8 Nationalitäten, wird also schon ein bisschen mehr und dürfen ebenfalls maximal 2 aus der gleichen Nationalität verwenden. Mindestens 5 seltene Spieler brauchen wir und die müssen auch alle Gold sein und mindestens 88 Teamchemie. Ihr seht, wir haben 91 Teamchemie und ich habe jetzt hier nur 3 Spieler mit Loyalität drin. Also das funktioniert auf jeden Fall ohne den Loyalitätsbonus, da müsst ihr euch überhaupt keine Gedanken machen. Auch wenn wir hier sehr, sehr viele Spieler auf der falschen Position stehen haben. Ich gehe einfach mal wieder die ganzen Spieler durch. Rysikov oder wie man auch immer den ausspricht, ist einfach ein günstiger Torwart. Da könnt ihr jeden anderen mit dem gleichen Rating nehmen aus der russischen Liga, jeden anderen Russen. Falls ihr einen Verein habt. Ansonsten einfach einen günstig kaufen für 400 Coins. Sollte eigentlich ganz einfach zu machen sein. Dann haben wir in der Rechtsverteidigung Jan Baev für 750 Coins. In der Innenverteidigung Granqvist, der ungefähr 500 Coins kostet. Genauso wie Salvatore Bocchetti aus Italien. Dann haben wir links ebenfalls aus Italien Chris Chito, der mit Abstand der teuerste Spieler ist in dieser Mannschaft hier. 1900 Coins. Im ZM haben wir Wernblom für 800 Coins, Rocina für 600 Coins und Driussi, der eigentlich Stürmer ist, für 850 Coins. Den müsst ihr auch nicht umwandeln, also das funktioniert einfach so, wenn ihr den da reinstellt. Und ja, dann haben wir auf dem rechten Flügel den rechten Außenverteidiger Kalachev für 850 Coins gekauft. Azmoun haben wir noch für 800 Coins gekauft und Lestchen, der ebenfalls knapp 2000 Coins kostet, sowie Chris Chito, den hatte ich jetzt schon als Erstbesitzer, also musste ich dafür auch nichts bezahlen. Dafür gibt es ein 45k-Set und wir haben jetzt, ich sage mal so, knapp 10.000 Coins hier reingesteckt. Ist also auch sehr, sehr günstig zu machen. Und dann schicken wir auch diese Mannschaft mal weg und haben das nächste Set, das dritte Set aus dieser Challenge. Und dann machen wir jetzt nochmal die letzte SBC für die zwei letzten Packs, nämlich einmal für diese Challenge und einmal für die Gesamt-Challenge. Ja, was brauchen wir hier? Da fehlt erstmal ein Spieler, den packe ich nochmal schnell rein. Da müssen wir auf jeden Fall den Bentaleb hier reinstellen. Und dann gehen wir die einzelnen Spieler mal durch. Fangen wir an im Tor mit Oliver Baumann. Der hat nämlich 950 Coins gekostet, also auch ein richtig günstiger Torwart. Rechts haben wir Kaderabek von Hoffenheim ebenfalls. In der Innenverteidigung haben wir dann Hübner für 54, Bruma für 1000. Und Sunny für 1000 Coins, also auch richtig günstig. Links haben wir Oscar Wendt für 550 Coins. Im ZM haben wir Kevin Campbell für 1400, Bentaleb für 650 und außen haben wir Traoré für 1300, Ibisevic im Sturm für 800 und linker Flügel ist Salomon Kalou für 800 Coins. Was ihr hier beachten müsst, damit das Ganze funktioniert: Ihr müsst auf jeden Fall zwei Spieler positionsumwandeln und zwar entweder die beiden Flügelspieler Kalou und Traoré, so wie ich das jetzt gemacht habe, von LM auf LF bzw. RM auf RF. Und falls euch die beiden da vorne etwas zu teuer sind, die Positionsumwandlung, kann natürlich sein, dass die eine oder andere Positionskarte ein bisschen teurer ist, könnt ihr alternativ auch zu einem von den beiden da vorne den Oscar Wendt von linken Verteidiger zum linken Außenverteidiger umwandeln. Müsst also dann nur noch einen von den beiden Flügelspielern umwandeln. Und dann haut das Ganze hier hin. Loyalität braucht man hier keine, weil Hübner durch den Hyperlink mit Oliver Baumann 10 Chemie bekommt. Und damit brauchen wir hier keine Loyalität. Ist, denke ich, ganz gut. Und dann schicken wir die Mannschaft auch gleich mal weg, würde ich sagen. Und haben die Gesamt-Challenge abgeschlossen. Erstmal ein Megaset für die einzelne Challenge und für die Hybrid. Nationen haben wir ein seltenes Megaset, also ein 55k-Pack am Start und da bin ich jetzt echt mal gespannt, was wir dort bekommen. Die Liga Hybrid Nationen werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr die auch noch sehen wollt. Und dann werden wir die demnächst auch gleich noch hochladen. So, weiter geht's. Wir haben jetzt 10 Sets am Start, nämlich für die Hybrid Ligen und die Hybrid Nationen.
Und starten wir auch direkt mal rein, würde ich sagen. Und lassen uns jetzt nicht allzu lange Zeit. Es sind ja doch einige Packs, die wir hier zu öffnen haben. Erstes Pack haben wir gleich mal einen deutschen linken Mittelfeldspieler von Leverkusen, Julian Brandt, der wahrscheinlich sogar ein bisschen was wert ist. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber der wird auf jeden Fall auch für ein paar Coins weggehen. Preise schaue ich jetzt nicht nach. Außer wir ziehen einen richtig krassen Spieler, dann werde ich da auf jeden Fall mal reinschauen. Nächstes Pack, 7,5k Pack. Bitte was Gutes. Ah, okay, das ist Non-Rare. Können wir skippen? Springen wir direkt mal weiter, würde ich sagen. Was haben wir hier? Nichts wirklich Brauchbares, bis auf die Team-Fitness-Karte. Ist auf jeden Fall ganz okay. Womit machen wir weiter? Ich würde sagen, mit dem Jumbo Premium Gold Set ein 15k Pack. Mal schauen, was uns das bringt. Vielleicht den ersten 83 Plus, leider nicht. Aber eine seltene Karte immerhin. Aus Mexiko, rechter Flügel, das ist Carlos Vela. Nicht so schlecht. Der ist auf jeden Fall, ich glaube, so 1500 bis 2000 Coins wert. Kann man auf jeden Fall verkaufen, genauso wie die hier wahrscheinlich. Und ja, der Ndiaye könnte wahrscheinlich auch weggehen. Also. Ein ganz gutes Pack, packen wir alles mal in den Verein. Und da werde ich mich später drum kümmern, weil ihr seht schon, meine Transferliste ist sehr, sehr voll. Also müssen wir hier wirklich aufpassen, dass wir nicht so viel auf die Transferliste packen. So, dann geht's mal weiter mit dem Premium Goldspieler Set. Da haben wir auf jeden Fall mal drei seltene Spieler, hoffentlich einer mit 83 plus. Leider nicht. Sieht man ja immer an der Seite des Packs, falls ihr das noch nicht gewusst habt. Also da müsst ihr auf jeden Fall mal drauf achten. Und wir haben Bernardeschi, der nicht so schlecht ist, von Juventus Turin. Dort bringt immerhin knapp 3500 Coins, ist also ganz gut für den Anfang. Auf jeden Fall nicht schlecht. Die beiden hier können wir, glaube ich, abstoßen. Die sind jetzt nicht so viel wert. Und dann geht es direkt mal weiter. Wir haben noch zwei Megasets, zwei seltene Megasets und zwei Prime-Goldspieler-Sets. Und da die Prime-Goldspieler-Sets meiner Erfahrung nach die schlechtesten sind von denen, die wir jetzt noch haben, machen wir die zuerst auf. 45k Packs sind das und da will ich auf jeden Fall mal ein 83 Plus sehen. In diesem leider noch nicht. Mal schauen, wen wir bekommen. Immerhin Gylfi Sigurdsson, der ist glaube ich auch so 3.000-4.000 wert. Ist auf jeden Fall mal wieder ein brauchbarer Spieler. Und Alonso haben wir auch, der ist sehr, sehr gut. Ist der was wert, ist die Frage. Ja, der ist knapp 6.000-7.000 wert, also auch ein richtig guter Spieler. Pack mal auf jeden Fall alles mal in den Verein, werde ich nachher verkaufen. Und weiter geht's im Programm mit dem nächsten Prime Gold Spieler Set. Nochmal 6 Spieler, jetzt bitte mal bei 83 plus. Komm schon, EA. Jetzt ist es einer. Und wer ist es? Brasilien, Innenverteidiger. Jawohl, das ist ein Walkout und zwar Miranda. Richtig geil. 86er Miranda. Let's go. Richtig stark. Endlich mal ein Walkout. Das ist erst mein zweiter Walkout für die, die meinen Stream gesehen haben. Der erste war ja Sokratis. Und ja, der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir haben 15.000 bringt er uns ungefähr. Also auf jeden Fall eine gute Karte. Dazu haben wir noch Jimenez oder Jimenez im Pack, also auch ein sehr, sehr gutes Pack und damit hat sich's eigentlich schon fast gelohnt, weil wir haben noch vier Sets hier übrig. Natürlich aus zwei verschiedenen SBCs, aber für die eine SBC hat sich's auf jeden Fall auch schon mal gelohnt. Und ich würde sagen, mit den Megasets fangen wir an, mit den 35k Packs und let's go. Komm schon, EA. Lasst es so weitergehen. Das ist wieder ein 83 plus. Wer ist es? Belgien ist schon mal gut. Ist das Dries Mertens? Jawohl, das ist Dries Mertens. Yes, Alter. Yes. Der nächste Walkout. Richtig geil. Der dürfte einiges wert sein. Der dürfte einiges wert sein. Der war ja bis gestern noch in Form und Son auch noch im Pack, Alter. Was ist denn hier los? Jetzt bin ich echt mal gespannt, was der wert ist. Preisrange. Der geht für 130.000. Ach du Scheiße, Leute. Ach du Scheiße. Let's go. Richtig geil. Das ist das, was ich auf jeden Fall gebraucht habe. Son dazu auch noch. Der ist auch nochmal 20.000 wert. Lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben
Was ihr in diesen Packs gezogen habt, würde mich auf jeden Fall mal richtig interessieren, weil die scheinen wirklich richtig gut zu sein aus diesen SBCs. Und wir machen weiter, wir haben noch drei Sets am Start. Es kann eigentlich nicht mehr viel besser werden als Dries Mertens. So, ja, okay, kleine Ernüchterung, kein 83 Plus, aber das ist mir jetzt eigentlich erstmal egal. Das ist Schmelzer, wie es aussieht, von Dortmund nehmen wir natürlich mit. Alter, Mertens ist auf jeden Fall richtig geil. Und Son natürlich noch, also 150k eigentlich in einem Pack. Kann man mal machen, würde ich sagen. Sehr, sehr geil. Und jetzt haben wir noch zwei 55k Packs, also zwei Packs im Wert von 110.000. Öffnen wir auch mal. Und hoffen natürlich, oder da muss jetzt eigentlich ein 83 Plus drin sein. Ist aber nicht. EA, was ist los mit euch? Frankreich Innenverteidiger, ja, das ist Sakho, nicht so gut, also da habe ich schon wesentlich bessere 55k Packs gesehen, aber da wollen wir uns nicht beschweren. Mangala ist auch noch mit drin, der dürfte auch ein paar Coins bringen auf jeden Fall, so 3-4.000, ja, 2 bis 3.000. Rafinha auch noch dabei, 3.000 Coins auch nochmal dabei, sehr sehr geil. Und die Spieler hier, da ist glaube ich keiner wirklich was wert. Wir müssen uns auf jeden Fall unseren letzten Platz auf der Transferliste noch aufheben. Fürs letzte Set öffnen wir es direkt mal und drücken die Daumen, dass nochmal ein 83 Plus. Da war irgendwie so ein komisches Blitzen. Ich hab's nicht gesehen. Das ist eine Inform. Das ist ein Inform aus Schweden. Wer ist das denn? Ach du Scheiße. 76er Sundgren. Alles klar. Ist jetzt nicht die geilste Karte. Aber ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da war so ein komisches Blitzlicht irgendwie im Hintergrund zu sehen. Ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen. Ist auch mein erster Inform, den ich ziehe. Also von daher konnte es mir auch noch nicht aufgefallen sein. Let's go. Auf jeden Fall mal Inform. Sehr, sehr geil. Mal schauen, was noch drin ist. Da kann auf jeden Fall noch was Gutes dabei sein. Jawohl. Costa. 5-Sterne-Skiller. Was ist der wert? Auch nochmal 20.000. Alter, richtig geil. Dazu haben wir noch Moya und Fellaini, packen wir auch alles mal in den Verein. Und damit sind wir dann am Ende von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, mein bisher bestes Pack-Opening, würde ich mal sagen. Und ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr und seht auch die neuesten SBCs. Und vielleicht nur das ein oder andere gute Pack auf meinem Kanal, hoffentlich. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin, euer Jules. Haut rein.